Servus YouTube, willkommen zurück auf meinem Kanal und zurück bei Outer Wilds Echoes of the Eye Teil 6. Ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Zumindest in einer kreisförmigen Welt springen wir munter von Klippe zu Klippe und suchen nach neuen Entdeckungen. Dann schippern wir ganz gemütlich über den Fluss entlang und finden ein neues Gebiet. Eine verborgene Schlucht. Dort finden wir wieder Dias und diese geben uns eine ganz wichtige Information, mit der wir demnächst weitere Abenteuer erleben. Mehr dazu jetzt aber gleich im Video. Wenn euch das Ganze gefällt, drückt doch gerne auf den Like-Button. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Oh, das ist schon runtergeknallt. Hoppala! Schnell raus. Progress. Jetzt wird wahrscheinlich erklärt, was das für ein komisches Teil ist. Genau, jetzt wird dieses Gefängnis erklärt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist ein bisschen was zu erkennen. Viele Schatten kommen auf etwas zu. Und dann schließt sich das. Man sieht hier, wie sich das schließt. Die gehen darauf zu und dann verschließt sich das. Also irgendjemand ist in diesem Ding drinne. Und hier stehen die da an diesem Dock. Und da wird die Glocke drumherum gebaut. Und dann gehen sie weg. Hier siehst du wieder ein Schemen. Ja, aber was ist das für ein Objekt? That's the question. Also es scheint irgendetwas zu sein, was sie verstecken wollen, was sie einsperren wollen. Weil sie der Meinung sind, dass es vielleicht Schaden anrichtet. Es könnte sein, aber das ist nicht das Auge des Universums. Dass sie das eingefangen haben? Wer? Bisschen weit hergeholt. Weil da steht ja etwas drin. Also irgendetwas, also du hast eine Sicht, dass irgendein Wesen da drin steht und es wird verschlossen. Du hast da echt irgendwie ein Wesen drin und es wirkt verschlossen. Jetzt ist meine Frage, welche Sachen sind jetzt noch offen? Also hier ist das Energiedings. Aber da fehlt mir was. Also Sonne, Kreis, Feuer, Kreis, Feuer. Oder halt komisches, keine Ahnung, Tablet-Symbol oder sonst was, ich weiß nicht. Das ist das, was mich gerade ein bisschen stutzig macht. Wie komme ich
Jetzt zu diesem verborgenen Teil. Also ich brauche eine Energie. Also es scheint eine Energiequelle zu fehlen. Damit die, sage ich jetzt mal, die Batterie aufgeladen wird. Weil diese Solarkollektoren, ich mutmaße mal, dass es Solarkollektoren sind, die laden zwar etwas auf, aber die Energie kann nicht umtransformiert werden. Und warum habe ich so ein Flackern ab und zu? Es gibt einen Moment, da flackert das Bild irgendwie komisch. Das ist mir auch schon aufgefallen, da wir noch keinen Reim draus machen können. Komme ich da? Ne, aber da ist der Turm. Da ist der Turm. Den Sprung schaffe ich nicht. Aber vielleicht von dem Gebäude aus. Ausprobieren. Oder ich komme darauf. Es wirkt aber auch schon viel zu weit weg. Da komme ich hin. Aber den Weg, das ist zu hoch. Ich glaube, ich habe das schon probiert. Weil das wäre ein Verbindungsstück, wo ich raufkomme. Definitiv. Au. Au. Nicht gut. Strom schnell und böse. Es hat gezwickt. Und zwar gewaltig. Okay. Ich kann hier Jetpack aufladen. Der Treibstoff, damit haben sie nämlich das Ding angezündet. Komme ich da irgendwie rauf? Da vielleicht. Und da dann. Darauf, aber das ist viel zu hoch. Das ist einfach deutlich zu hoch, den Sprung schaffe ich nicht. Vielleicht schaffe ich jetzt den Sprung darüber. Okay, ich muss auftauchen. Na komm. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Wir können eigentlich mal resetten. Nehmen wir mal so eine Stromkabel mit. Ein wilder Sunny erscheint. Hallo Nick. Kitzel. Jawohl, mitgenommen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin der Radengel. Bin lost, aber habe einen Plan. Ich bin lost, habe aber einen Plan. Spiele Outer Wilds, Echoes of the Eye, den DLC und bin gerade mit so vielen Infos zugeballert. Ich hoffe, euch geht's gut. Nobody Saves the World. Ich habe gesehen, du spielst es. Wie war es denn? Es sah ganz lustig aus, immer wieder so auf dem zweiten Monitor. Hast du denn die Welt gerettet?
Und hallo an alle, die mitgeredet sind. So. Also Nick, auf dich. Und preiset den heiligen Stuhl. Preiset den heiligen Stuhl. So. Ich habe mitbekommen, dass hier ein Shortcut ist. Hier hinten. Wo war der Aufzug? Auf jeden Fall so eine versteckte Ecke. Das ist aber auch Zappenduste. Ey, siehst halt nix, ne? Hä? Wait, what? Licht ist an. Sehe nicht viel. Noch dunkler als meine Erinnerung. Ja. Hier ist so eine Tafel. Bin ich jetzt blöde? Oder ist das Ding auf der anderen Seite gewesen? Aber ich denke, das war auf der Seite. Hier geht's auch dahinter. Ah! Also auf der Seite. Nee, es gibt keine Night Vision. Aber das macht nichts, ich habe den Shortcut gefunden. Wow, noch dunkler als in meiner Erinnerung. Ja, es ist doch sehr... sehr dunkel. Zur Frage, gibt's jetzt hier was Neues? Ah ne, ich muss da nach unten. Da muss ich runter. Aber ich glaube, das Ding ist noch defekt. Ah, das ist das von der... Ach genau, das ist die Karte gewesen. Das war der Ladebalken mit der Solarenergie. Okay. So, Preisfrage. Wie komme ich? Dahin. Weil das ist, glaube ich, das Einzige, was mir jetzt noch fehlt. Glaube ich. Sag ich nicht! Auch wenn du mich kitzelst! Ist okay. Und
Kapitän, gebe mir ein Boot. Nein, du kommst nicht hin. Nehmen wir mal den Aufzug mit. Ist ja auch schon cool. Luxus. Fletch. Und wofür brauche ich das Artefakt? Lass mich mal da anlanden. Ich weiß, das ist Geistermaterie. Aber jetzt hat's wieder geflackert. Jetzt hat's. Sunny! Hat's gerade wieder geflackert. Spannende Steuerung auf jeden Fall. Was hast du erwartet? Nichts anderes. Donk. Donk. Schauen wir uns doch mal diese kaputte Brücke an. Vielleicht übersehe ich was? Warte. Wo geht's da lang? Aber ich glaube, das ist nur die rechte Stromschnelle. Ja. Funktioniert Unicode 14 schon? Was? Halt, 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 halt. Da lang, da lang, da lang. Komm, es geht. Shit. Kanta? Das wird's sein. Das wird's sein. Bin mir ziemlich sicher, dass es das ist. Was ich da abbiegen muss. Weiß nicht, was du vorhast. Aber hör auf damit. Au! Das tat weh? Was geht mit dir ab? So. Ich habe keine Ahnung, was du da geschrieben hast. Nein, das ist auf jeden Fall zu hoch. War noch ein Boot. Das sind neue Emojis? Unicode 14? Okay. Sounds strange.
auf iOS gehen die... Ja, iOS. Ich nix Apfel. Ich Bier. Oh oh. Aber ich habe noch einen Versuch. Apfel seien gesunder als Bier. Und da diskutiere ich jetzt nicht rum. Gleich hier rechts lang. Meine eine trinken aber gerne Zitronenbier. Ja, Apfelbier ist ja auch... Bäh. Es gibt Apfelwein, ja. Immer an der Wand lang, immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. Jawollo! Haha! Jetzt aber schnell. Ich hier rausgespült werde. Leider ist toll. Aber als Bier? Hallo? Oh, shit. Ich sollte an Höhe gewinnen. Ich habe Angst, dass ich gleich rausgespült werde. Oh oh. Oh oh. Hui. Man könnte meinen, das war knapp. Met ist wundervoll. Met ist super. Deine Angst ist begründet. Och, jetzt hast du mich gespoilert. Es passiert irgendwas. Met ist Liebe. Ah, wieder so ein Teil. Da war... Warte mal, kann ich vielleicht rauslesen? Nö, kann ich nicht. Also da und da war ich schon. Hier ist es das Angeln. Nee, ich meine das kommende Wasser, okay. Ist denn wieder... Ist denn wieder solche konservierten Wesen mit...
Artefakt. Aber kann ich denn das Feuer nicht einfangen? Mit meinem Artefakt geht es nicht. Ah, lauf, Außerirdische! Nein. Om nom 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 nom. Ich will diese Flamme einfangen. Es geht nicht. Einfangen, klar. Brauchst aber ein gutes Netz. Das sind so. Das sind irgendwie so. Ruhestätten von denen. Nehmen wir eine Lampe mit. Und. Hep. Looks like Dia Show. Ah. Hier ist auch ein Artefakt, okay. Nee, das lässt sich nur von außen öffnen. Jetzt hier hin. Oh, hier sind Dias. 2 Stück. Da geht's um die Flamme. Jetzt weiß ich vielleicht, wie ich die einfange. Feuer. So. Also die betrachten unser Sonnensystem. Dann gehen welche weg. Rechtsklick vorwärts, ja, ich weiß. Dann schauen Sie einen Kinofilm. Ah, sie trauern. Sie wollen in ihre Heimat zurück. Dann Kräusels. Warte mal. Ist das generisches Kräuseln? Ja, das schaut aus wie generisch. Das sind keine Schwarzdorn-Äste. Ganz viel nichts. So, das ist so eine Krypta. Wir gehen dahin. Fallen in einen Schlaf. Ah, komm. Hör auf. Wenn die schlafen, wandert... Okay. Das könnte interessant sein. Dann kann ich da ein Nickerchen machen mit dem Artefakt in der Hand. Mal gucken, was passiert. Ich bin jetzt einmal... Ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin so wunderschön im Kreis gelaufen. Wo war denn hier? Ja. Hab ich. Worum geht's in dem? Oh, ist nicht für mich ersichtlich. Boom. Boom. Ah, das ist eins der 3 Symbole, die auf dem versiegelten Kokon sind. Und zwar das 3. Symbol. Er geht hin.
Er aktiviert den Lichtpenis. Und aktiviert das dritte Siegel. Okay. Gut. Dann nehme ich mal das Artefakt mit. Aber gibt's hier noch was? Hier ist ein Aufzug. Da ist noch ein Haus. Und da ist ein Flammensymbol. An der Geistmaterie vorbei. Hier ist auf der anderen Seite von der Brücke.